Was wäre, wenn der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, heute die Erde träfe? Alle Pflanzen wären tot. Alle Tiere wären tot. Alle Menschen wären tot. Die Gebäude wären weg. Alles wäre weg. Es gibt ständig kleine Einschläge. Und einmal im Jahr gibt es in der Atmosphäre einen Einschlag wie eine Atombombe. Kann die Technik uns retten? Oder hätten wir dasselbe Schicksal wie die Dinosaurier? Wir würden wie Mad Max leben. Die meisten könnten nicht wie in der Steinzeit leben. Ich könnte das nicht. Wird die Menschheit das nächste Massenaussterben überleben? Die Stimme der Toten schallt wie ein weit entfernter Wasserfall. Lord Byron, 1821. Stellen Sie sich vor, dass Sie abends nach Hause kommen, den Fernseher anmachen und dies in den Nachrichten sehen. Wissenschaftler schätzen den Asteroidendurchmesser auf 10 Kilometer. 10 Kilometer, mit 99% Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde trifft. Die Menschen flüchten heute Abend von der Ostküste. Was wie Science Fiction aussieht, kann eines Tages Wirklichkeit werden. In unserem Sonnensystem wimmelt es von Asteroiden. Erst im März 2009 wird die Erde fast von einem Killer mit bis zu 47 Metern Durchmesser getroffen. Die Folge wäre eine Explosion mit der Sprengkraft einer Atombombe gewesen. Die meisten bleiben ganz brav. Manche werden aber durch die Schwerkraft großer Planeten angezogen, vor allem Jupiter. Und einige treffen uns dann. Narben von Einschlägen gibt es weltweit. 1908 werden bei einem Einschlag in Sibirien 2000 Quadratkilometer Wald zerstört. In Arizona entsteht vor 50.000 Jahren ein Meteoritenkrater. Und in Mexiko entsteht vor 65 Millionen Jahren der wohl gewaltigste Krater. Hier kommt es zu dem Einschlag, der in weniger als 12 Monaten das Reich der Dinosaurier vernichtet. Die Forscher nennen dies das Kreide-Tertiär oder kurz KT-Massenaussterben. Wir wissen heute, dass der Asteroid die Yucatan-Halbinsel in Mexiko traf. Dort gibt es einen Krater mit 160 Kilometern Durchmesser. Staub und Gesteinsmaterial wurde ins All geschleudert und stürzte mit großer Geschwindigkeit zurück. Der Einschlag wird erst 1980 entdeckt, mit enormen Auswirkungen auf die Welt der Wissenschaft. Das ist ein Beispiel für jene Paradigmenwechsel, die unsere Sicht radikal verändern. Und es beeinflusste nicht nur die Forschung, sondern auch die Kultur. Die Filme Deep Impact und Armageddon bedienen sich bei Konferenzen, die ich auch besucht habe. Da fragten sich die Leute, was wäre, wenn so etwas unsere Welt treffen würde? Wie gehen wir dann damit um? Würde die Menschheit zerstört werden, wenn so etwas geschähe? Würde irgendeine Spur unserer Zivilisation zurückbleiben? Wir wissen, dass es irgendwann zum Einschlag kommt. Er ist einfach unvermeidlich.
In nicht allzu ferner Zukunft wird ein Asteroid entdeckt, der sich durch den Abendhimmel bewegt. Zuerst wird er nur benannt und katalogisiert, so wie tausende andere Kleinplaneten in unserem Sonnensystem. Doch kaum ist der weitere Weg des Asteroiden berechnet, spricht sich unter den Forschern eine erschreckende Erkenntnis herum. Der Asteroid bewegt sich auf die Erde zu. Zuerst wird diese Tatsache geheim gehalten. Die Forscher müssen den Orbit des Asteroiden noch genauer untersuchen. Doch bald wird die Sache bekannt. In den kommenden Tagen erfährt die gesamte Menschheit, dass alles Leben auf der Erde zwei Millionen Arten, die gesamte Fauna und Flora von einem Moment auf den nächsten vernichtet werden könnte. Auf die Vorhersage, dass wir getroffen werden und dass es kein falscher Alarm ist, folgen verschiedene Stadien. Es sind die gleichen Stadien, die man durchläuft, wenn man erfährt, dass man todkrank ist und nur noch Monate zu leben hat. Zuerst Verleugnung, dann Wut und früher oder später vielleicht das Akzeptieren. Die Dinosaurier waren nicht so intelligent wie die Menschen. Kein Dinosaurier konnte vorhersagen, was mit ihnen passieren würde. Sie konnten sich nicht vorbereiten. Wir können es. Dank der Forschung wissen wir ganz genau, was auf uns zukommt. Wir können einschätzen, wie viele Menschen bei einem solchen Ereignis ums Leben kommen. So können wir entscheiden, was wir tun müssen. Wie viel Geld sollten wir bereitstellen? Wie sieht es im Vergleich zu anderen Risiken aus? Doch reicht das, um zu überleben? Im KT-Massenaussterben überlebten nur Kleinarten, die alle Katastrophen unter Tage aussitzen konnten. Wenn die Menschheit eine Asteroiden-Apokalypse überleben will, muss sie es genauso machen. Tief unter der Erde müssten riesige festigte Bunker errichtet werden. Im Kalten Krieg wurden viele zivile Bunker gebaut, um die Menschen vor Atombomben zu schützen. Ähnliche Bunker müsste man dann überall einrichten. Es wäre allerdings sehr schwer zu entscheiden, wie viele Menschen man retten soll. Die Menschen brauchen unter der Erde ja sehr viel Nahrung und Wasser für eine lange Zeit. Wie soll man Milliarden Menschen vorübergehend unterbringen, mitsamt Nahrung und Sanitäreinrichtungen? Wir müssten uns so mobilisieren wie noch nie, was vielleicht unmöglich ist. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Feind aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammt. Durch eine Kollision im All wurde er in unsere Richtung geschleudert. Der Kleinplanet hat einen Durchmesser von fast 10 Kilometern. Auf diese Größe wird auch der Asteroid geschätzt, der die Dinosaurier auslöschte. Als die Menschen das Undenkbare begreifen, bereiten sich Familien überall in der Welt auf ihre eigene Weise darauf vor. Doch es ist schwierig, seinen Kindern die furchtbare Wahrheit zu sagen. Man sollte annehmen, dass wir über technische Möglichkeiten verfügen, den Asteroiden umzulenken oder ihn im All zu sprengen. Das ist bislang aber nur im Kino möglich. Dieser Feind kann nicht besiegt werden. Als noch 7 Monate bleiben, versuchen die Forscher, den genauen Einschlagsort zu bestimmen. Bei solchen Messungen gibt es immer Unsicherheiten.
Die Astronomen haben keine perfekte Auflösung. Eine mögliche Strategie wäre, einen Transponder auf den Asteroiden zu setzen. Eine Art GPS-Gerät, das uns genau sagt, wo er ist. Das würde die Unsicherheit reduzieren. Ein NASA-Transponder wird ins All geschickt. Nach einem komplizierten Anflugmanöver landet er auf dem sehr schnellen Asteroiden. Dank der Energie, die er über Sonnenkollektoren bezieht, schickt er seine Koordinaten zur Erde zurück. Der weitere Weg des Asteroiden wird genau berechnet. Sein Ziel ist eine der größten Städte der Welt. New York City. In den letzten Monaten vor dem Einschlag arbeiten die Behörden fieberhaft an der Evakuierung der amerikanischen Ostküste. Mehr als 150 Millionen Menschen leben entlang dieser Küste und alle müssen nun weiter nach Westen. Wochenlang staut sich der Verkehr auf allen Straßen, die ins Landesinnere führen. Ein Albtraum hat begonnen. Wie soll man sich auf das Ende des Lebens, wie wir es kennen, vorbereiten? Die letzte Woche vor dem Asteroideneinschlag hat begonnen. Weltweit wird die Stimmung immer aufgeladener. In einigen Großstädten beschuldigen Demonstranten die Regierungen, dass sie nicht genug tun, um die Katastrophe abzuwenden. Andere finden sich mit dem Tod ab und versuchen, die letzte Woche ihres Lebens in Frieden zu genießen. Doch niemand kann dem Weltuntergangs-Countdown entgehen. Immer schneller nähert er sich dem Punkt der Zerstörung. Es sind die letzten Minuten vor dem Einschlag. Der Asteroid, ein Killer mit 10 Kilometern Durchmesser, ist 10-mal schneller als ein Projektil. Für die letzte Teilstrecke benötigt er nur wenige Zehntelsekunden. Der nächste Augenblick wird alles für immer verändern. Man würde erblinden. Ein Asteroid durchquert die Erdatmosphäre nämlich so schnell, dass er heller wird als die Sonne. Die riesige Wand aus überhitzter Luft und Gestein, das ist das Gefährlichste. Dieser Hitzeimpuls verbrennt alles. Fleisch, Bäume, Gebäude. Alles wird dadurch vernichtet. New York City wird ausgelöscht. Der Zusammenstoß mit der Erde ist so gewaltig, dass alle 5 Stadtteile in nur 2 Sekunden in ein 60 Kilometer tiefes Loch gerammt werden. Wie durch die Wucht der Explosion von 100 Millionen Wasserstoffbomben werden Gesteins- und Trümmermengen in die Atmosphäre geschleudert. Die ganzen Trümmer, die aus dem Krater geschleudert werden, bewegen sich ebenfalls so schnell durch die Atmosphäre, dass sie sehr hell zu leuchten anfangen und glühen. Zudem steigt eine riesige pilzförmige Wolke über dem Einschlagsort auf. Sie besteht aus verdampftem Gestein und stellt einen neuen, weiteren Todbringer dar. Dasselbe geschah auch, als der Asteroid vor 65 Millionen Jahren auf der Yucatan-Halbinsel einschlug. Die Forscher glauben, dass sich der überhitzte Gesteinsdampf nach dem Einschlag Richtung Nordwesten bewegte. Alle Tiere unter freiem Himmel, inklusive der Dinosaurier, verbrennen bei lebendigem Leib.
Diese Schockwelle vernichtet die Region im Umkreis von 800 Kilometern. Von Virginia im Süden über Cleveland bis Quebec. Die Wand aus 1000 Grad heißen Flammen bewegt sich doppelt so schnell wie ein Tornado. Doch nicht alles, was sie überrollt, wird ausgelöscht. Man hat eine bessere Chance, wenn dieses Monstrum nicht direkt auf einen zukommt. Die Energiewelle folgt dem Boden, den sie überrollt. Ein Hügel drückt sie nach oben, sodass man gleich hinter dem Hügel überleben könnte. Doch die direkte Linie ist eine Todeszone. Erst nach einer Stunde kühlt sich die Schockwelle ab und löst sich auf. Doch auch jetzt gibt es kein Aufatmen. Ein furchtbarer Welleneffekt fegt über den Globus. Eine Sekunde nach dem Einschlag erleben die Menschen auf der anderen Seite der Erde, in Asien und Australien, einen wunderschönen Sonnenuntergang. Doch letztlich wird jeder, der über der Erde lebt, zum Opfer dieses gnadenlosen Angriffs auf die Menschheit werden. Vom Nordosten der USA aus beginnt die Erde zu beben. Das Beben rast in alle Richtungen und erschüttert die gesamte Erdkruste. Ein Einschlag dieses Ausmaßes erzeugt mit seiner Energie eine Druckwelle, die zu einer Art von globalem Erdbeben führt. Die gesamte Erdoberfläche würde beben. Die Forscher gehen davon aus, dass der Asteroid, der die Saurier auslöschte, ein Beben der Stärke 13 auf der Richterskala auslöste. Doch damals gab es keine Gebäude. Das Beben war deshalb erschreckend, aber nicht besonders tödlich. Heute würden bei einer solchen Katastrophe alle älteren Gebäude auf der Welt einstürzen. Unzählige Menschen kämen dabei ums Leben. Nur die modernsten Bauten sind so erdbebensicher, dass sie standhalten. Für die Welt jenseits des Nordostens der USA zählt dieses Erdbeben zu den ersten lebensgefährlichen Auswirkungen des Meteoriteneinschlags. Nach einer Stunde gibt es keinen Ort mehr, der den Auswirkungen des Einschlags entgangen wäre. Der Nordosten der USA wird von einer der gewaltigsten pilzförmigen Wolken überschattet, die die Welt je gesehen hat. Und das ist noch immer erst der Anfang. Für die Dinosaurier war einst nicht der eigentliche Meteoriteneinschlag verheerend. Es war die Kettenreaktion, die auf ihn folgte. Die aerodynamischen Kräfte sind so stark, dass die beim Einschlag hochgeschleuderten Gesteinstrümmer in der Atmosphäre explodieren. Die Forscher wissen seit 1908 von diesem Phänomen. Damals kam es im sibirischen Tunguska zu einem Asteroideneinschlag. Es gab eine riesige Explosion, etwa so wie bei einer größeren Atombombe. Die Schockwelle warf alle Bäume im Umkreis von mehr als 1200 Kilometern um. Wir wollten wissen, welche physischen Kräfte dazu führen konnten. Jetzt glaube ich, dass ein großer Einschlag zu vielen weiteren Einschlägen führt. Vier Stunden nach dem Einschlag. Nun geschieht etwas, dessen Ausmaß die Zerstörung von New York und der umliegenden Region noch übertrifft. Stellen Sie sich vor, wie viel Gestein in ein Loch von 200 Kilometern mit einer Tiefe von 1,5 Kilometern passt. Dieses Gestein wurde ins All geschleudert, vom Felsen bis zum Staubpartikel. In der Folge fallen Milliarden und Abermilliarden glühender Felsbrocken und Trümmer zur Erde zurück. Ein globaler Feuersturm, der die Luft wie einen Ofen erhitzt.
Die Wissenschaftler schätzen, dass die Temperaturen vor 65 Millionen Jahren in wenigen Stunden um 300 bis 500 Grad gestiegen sein könnten. Überall breiteten sich gewaltige Brände aus. Dies war das verheerendste Kapitel im Verlauf des Dinosaurier-Aussterbens. Sämtliche Wälder der Erde sollen zum Ende der Kreidezeit gebrannt haben. Das steht uns bevor, dass Nordamerika brennt, dass vom Osten bis zum Westen alles weg ist. Alle Kraftwerke und Raffinerien brennen. Es gibt kein Benzin mehr. Die komplette Infrastruktur und die Städte brennen nieder. 6 Stunden nach dem Einschlag ist ein Großteil der Welt Opfer eines Infernos geworden. Die Monumente unserer Zivilisation werden eingeäschert. Was in Jahrtausenden entstand, wird in Stunden vernichtet. Kein Mensch, der sich an der Erdoberfläche befindet, kann jetzt überleben. Wenn der Asteroid so groß ist wie zum Ende der Kreidezeit, muss man unter der Erde sein. Man kann nicht, wie die drei kleinen Schweinchen, hoffen, dass ein Ziegelhaus den bösen Wolf abhält. Man muss unter die Erde. Der ideale Schutz gegen die Folgen des Asteroideneinschlags sieht nicht viel anders aus als die Bunker während des Kalten Krieges. Eine solche Anlage müsste tief unter der Erde liegen. Sie müsste über eine eigene Energie- und Wasserversorgung verfügen. Die Luft von außen muss gefiltert werden. Auch ausreichende Sanitäranlagen sind unabdingbar. In diesem Augenblick tun die Überlebenden unter der Erde nichts anderes als ihre Säugetiervorfahren vor 65 Millionen Jahren. Die frühen Säugerarten waren so groß wie kleine Nagetiere. Sie suchten Schutz in tiefliegenden Bauen, Höhlen oder anderen Verstecken. Dieselbe Strategie schützt auch uns, wenn es zur Apokalypse kommt. Unter der Erde sind die Überlebenden in Sicherheit. Doch für wie lange? Stunden nach dem Einschlag stehen längst auch die großen Nationalparks in Flammen. Millionen Hektar Wald und unzählige Tiere verschwinden in den Bränden von biblischem Ausmaß. Und wie bei den Dinosauriern gilt auch diesmal, je größer ein Lebewesen, desto härter ein Schicksal. Eines wissen wir von damals. Kein Landbewohner überlebte, der mehr als 9 Kilo wog. Einst waren die Dinosaurier betroffen. Jetzt wären es die großen Säugetiere. Alle diese heute schon gefährdeten Tierarten sind nun für immer verloren. Elefanten zum Beispiel sind 2 Jahre trächtig und bringen dann ein Kalb zur Welt. Sie erholen sich nur schwer, wenn ihre Anzahl schrumpft. Die Welt brennt tagelang. Zurück bleibt eine pechschwarze, verkohlte Landschaft. Die Unmengen an Rauch, Ruß und Gesteinstrümmern in der Luft blockieren das Sonnenlicht. Auf dem Planeten Erde geht das Licht aus. Nacht, der Schatten des Lichts. Und das Leben, der Schatten des Todes. Algernon Swinburne, 1865. Könnte die Menschheit einen Killer-Asteroiden wie jenen überleben, der die Dinosaurier tötete? 7 Tage nach dem Einschlag ist die Antwort noch immer unklar. Ein Rest der Menschheit ist in unterirdischen Bunkern in Sicherheit. Doch an der Erdoberfläche wird nun monatelang völlige Finsternis herrschen. Das könnte reichen, um die Menschen verhungern zu lassen.
genauso war es auch vor 65 Millionen Jahren. In den Flammen nach dem Einschlag kamen Milliarden Dinosaurier um. Zum Aussterben ihrer Arten, dem restlosen Tod aller ihrer Individuen, kam es aber wohl erst, als durch die lange Dunkelheit sämtliche Nahrungsquellen versiegten. Letztlich verhungerten die Dinosaurier. Unsere Intelligenz und die Fähigkeit, für den Fall einer solchen Katastrophe zu planen, kann uns dieses Schicksal ersparen. Doch es wird zu Problemen kommen. Es ist eine Sache, die Nacht im Keller zu verbringen, zum Beispiel bei einem Tornado. Einen Monat oder Monate unter der Erde zu leben, ist etwas ganz anderes. Da braucht man sehr viel Nahrung, Wasser, die Hygiene muss stimmen und die medizinische Versorgung. Während ein kleiner Teil der Menschheit unter der Erde zusammengerückt ist, verschwindet über der Erde das Leben, wie wir es kennen. Einen Monat nach dem Einschlag ist Erde ein geisterhafter Ort, der sich im Dunkeln ständig weiter verändert. Zu den schwerwiegendsten Veränderungen kommt es durch die Atmosphäre und den Ozean. Die Hitze, die auf Erde eingewirkt hat, verändert nämlich die Systeme der Meeresströmungen vollkommen. Das Wetter wird extremer und völlig unberechenbar. Einige Regionen werden von Schneemassen begraben. Andere Gegenden trinken in tagelangem Starkregen. Wo es keinen Monsun gab, kommt er nun. Und wo es viel Regen gab, bleibt der Regen aus. Wüsten werden grün und Regenwälder vertrocknen. Und das alles verändert sich ständig. Doch dann endet die Finsternis allmählich. 12 Monate nach dem Einschlag dringt die Sonne endlich wieder durch den Smog. Vor 65 Millionen Jahren kehrte das Licht auf einen Planeten ohne Dinosaurier zurück. Sie waren alle in weniger als einem Jahr verschwunden. Heute gehen die Wissenschaftler davon aus, dass ein Teil der Menschheit das Jahr der Finsternis nach einem vergleichbaren Asteroideneinschlag überstehen könnte. Möglich wäre dies allerdings fast immer nur in unterirdischen Bunkern. Die Überlebenden würden nun eine Welt entdecken, die völlig vom Einschlag und seinen Folgen verwüstet wäre. Die großen Städte sind ausgestorben. Es gibt weder Strom noch Telefon. Autos sind völlig nutzlos. Elektronische Geräte nichts als wertloser Müll. Die Menschheit wurde in die Steinzeit zurückgebombt. Wir würden wie Mad Max leben. Man müsste nach Hundefutterdosen graben, was man kriegen kann. Wenn die Menschheit bei einem Einschlag nicht ausgerottet wird, überlebt sie, aber nicht unbedingt auf hohem technologischen Niveau. In dieser neuen Welt finden sich nicht unbedingt jene Menschen am besten zurecht, die vorher gut dastanden. Wir stellen uns die Überlebenden gern als Großstädter vor, die in Chicago oder Paris in einen Bunker stiegen. Doch es zählt dabei wohl eher die Entfernung vom Einschlag. Und leichter haben es Menschen, die zuvor schon wenig Technik hatten. Sie müssen sich nicht umgewöhnen, weil sie immer ohne Technik lebten. Durch die Flucht unter die Erde übersteht ein Teil der Menschheit die dunkelsten Tage dieser Apokalypse. Doch insgesamt haben nur sehr wenige Menschen überlebt. Und jetzt gibt es keinen eindeutigen Schlüssel zum Überleben in diesem fremden und harschen Umfeld. Endlose Flächen liegen brach, die nun von neuem Leben erobert werden können.
Doch welche Tierarten würden am meisten davon profitieren? Vor 65 Millionen Jahren hatten die Säugetiere nach dem Asteroideneinschlag die besten Chancen. Wie immer im Leben profitieren die einen Arten vom Elend der anderen. Vielleicht nutzen nun ganz neue Arten den Niedergang der Menschheit. Wir sind wohl in der Gasse der Ratten, wo der Tote seine Knochen verlor. T.S. Eliot, 1922. Als die Dinosaurier durch einen Asteroiden dezimiert und dann ausgerottet wurden, nutzten unsere frühen Vorfahren die Gelegenheit und bevölkerten allmählich die ganze Erde. Das Zeitalter der Säugetiere war angebrochen. Jetzt, 5000 Jahre nach einem weiteren Asteroideneinschlag, steht der Mensch nicht mehr am oberen Ende der Nahrungskette. Welche Tierarten nutzen die Zeit, bis der Mensch wieder zu Kräften kommt? Die zerstörten Städte, die kein Homo sapiens mehr bewohnt, könnten zum wichtigen Lebensraum werden. Sie würden zuwuchern und von den Tieren erobert, die schon jetzt in den Städten leben. Einige Organismen könnten besondere Fähigkeiten entwickeln, um hier zu leben. Die Evolution geht oft seltsame Wege. Ich weiß nicht was, aber es werden merkwürdige Dinge in den Trümmern der alten Städte geschehen. Wie nach fast jedem Aussterben werden sich die Insekten auch diesmal schnell wieder erholen. Vor allem eine Art wird in den Städten häufig vorkommen, Kakerlaken. Die Kakerlaken entwickelten sich vor 350 Millionen Jahren und überstanden vier große Massenaussterben. Es gibt keinen Grund, warum sie diesmal aussterben sollten. Im Gegenteil, durch die vielen nahrhaften Abfälle und das Fehlen von Fressfeinden werden sie zu Riesen. Die größten Kakerlaken sind heutzutage um die 5 cm groß. Nun könnten sie 30 cm erreichen oder mehr. Trotzdem werden sie nicht zu den neuen Herren der Erde. Die Insekten hatten diese Chance schon viele Male. Und trotzdem wurden sie nicht zu den dominierenden Tieren auf diesem Planeten. Ihr Körperbau und ihr Skelettmaterial beschränkt ihr Wachstum. Ein 3-Meter-Insekt würde unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Wie in der Vergangenheit spielen Insekten auch jetzt eine andere wichtige Rolle. Als Nahrung für größere Tiere. Vor 65 Millionen Jahren waren die Insekten eine der Hauptnahrungsquellen für die nagerähnlichen Tiere, die sich später zu Menschen weiterentwickeln sollten. Ähnlich wäre es wohl auch nach einem künftigen Asteroideneinschlag. Wer weiß, vielleicht bleiben nach diesem furchtbaren Ereignis und dem Verschwinden der wunderbaren Säugetiere ausgerechnet die verdammten Ratten übrig. Nagetiere sind Meister der schnellen Evolution. Und genau das ist nach dem Einschlag gefragt. Schon weil jetzt so viele Nischen offen sind. In der Zeit nach dem Einschlag könnten die Ratten enorm wachsen und vielleicht so groß wie Hunde werden. Doch eine große Nagerpopulation zieht unweigerlich auch Räuber an. Als einzige Dinosaurier-Nachfahren überlebten die Vögel schon das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit. Ihre Größe, Vielfalt und ihre Nahrungsgewohnheiten würden ihnen dabei helfen, auch diesen Einschlag zu überstehen. Und die leeren Städte sind ideale Jagdreviere für sie. Eine Stadt ist ein komplexes, dreidimensionales Umfeld. Fast so wie Wälder und Schluchten.
Hier kommen vor allem die Tiere gut zurecht, die sich in drei Dimensionen bewegen. Deshalb könnten dann die Falken zu den wichtigsten Räubern in den Städten werden. Sie sehen alles, was sich am Boden bewegt. Die Greifvögel verfolgen die übergroßen Ratten aus der Luft. Während sich die Anzahl der Menschen ganz allmählich wieder erhöht, erleben Insekten, Nager und Vögel eine kurze Zeit ihrer Vorherrschaft. Wenn der Einschlag dem zum Ende der Kreidezeit entspricht, dürfte die Menschheit auf sehr wenige Individuen reduziert sein. Sie kolonisieren den Globus dann, auch wenn sie wenige sind. Ganz allmählich würde sich die Menschheit wieder erholen. Wie ihr Leben aussieht, lässt sich schwer vorhersagen. Sicher würden sie sich aber eine Frage stellen. Hätten ihre Vorfahren irgendetwas tun können, um den Weltuntergang zu verhindern? Erwacht, erhebt euch oder bleibt auf ewig Gefallene. John Milton, 1667. Seit den 80er Jahren erforscht die Wissenschaft die Katastrophe, die zum Aussterben der Dinosaurier führte. Ihre verheerenden Auswirkungen auf unseren Planeten sind gut bekannt. Die Arbeit der Forscher ist schon deshalb wichtig, weil sich ein solcher Asteroideneinschlag wiederholen wird. Deshalb begann die Suche nach einem neuen potenziellen Killer in unserer direkten Nachbarschaft. Die Anzahl der bekannten Asteroiden wächst. Nicht, weil es mehr sind, als wir dachten, sondern weil wir mehr Zeit hatten, hinzusehen. Keiner der gefundenen Asteroiden ist auf Kollisionskurs. Aber es gibt eine ganze Menge, die uns im Vorbeifliegen beinahe treffen. Erwähnenswert ist ein Asteroid namens Apophis. Er kommt der Erde 2029 sehr nah. Den behält die NASA gut im Auge. Es gibt zwei Hauptstrategien, um einen Einschlag zu verhindern: den Asteroiden zerstören oder ihn umlenken. Das Sprengen eines Asteroiden mit Atomwaffen wurde schon bald wieder fallen gelassen. Ihn sprengen ist das Letzte, was man tun sollte. Dann bleiben nämlich die Milliarden Tonnen Asteroidenteile, die auf einen zukommen. Wenn man einen großen Asteroiden in Millionen Fragmente zersprengt, werden sie zu Millionen Atombomben, die dann einschlagen. Ist das besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Den Asteroiden umlenken, das bleibt die einzige brauchbare Lösung. Auch hierbei könnten Atomwaffen zum Einsatz kommen. Schon das Detonieren eines Gefechtskopfes in der Nähe des Asteroiden kann genügen, um ihn von seinem Kurs abzubringen. Das würde die Hauptmasse des Asteroiden in die entgegengesetzte Richtung drücken. Eine ähnliche Technik nutzt auch der kinetische Impaktor. Ein großes Stück Metall, das auf einen Kollisionskurs mit dem Asteroiden geschickt wird. Das ist eine ganz kleine Kraft. Doch wenn man diese Kraft früh genug einsetzt, kann man ihn so umlenken, dass er die Erde nicht trifft. Man schleudert eine Masse gegen ihn und erzeugt einen Krater. Der Krater wirft Gestein aus und das drückt den Asteroiden in die andere Richtung. Eine elegantere Methode ist der Einsatz eines Schwerkrafttraktors. Eines Raumschiffs, das zum Asteroiden geschickt wird.
Allein seine Schwerkraft könnte genügen, um den Asteroiden ganz sanft umzulenken. Man bräuchte ein Antriebssystem, macht das Ganze aber nicht am Asteroiden fest. Es ist allein die Schwerkraft, die das Raumschiff an ihm festmacht. Und ganz allmählich verändert sie seinen Kurs, indem sie an ihm zieht. Das dauert Jahre. Alle diese Umlenkungsmanöver sind von einem Faktor abhängig. Zeit. Es würde mindestens 20 Jahre dauern, bevor selbst die vielversprechendste dieser Strategien funktionieren könnte. Das ist wie beim Autobahnfahren. Sehen Sie ein Problem schon von Weitem, reicht eine kleine Bewegung des Lenkrads. Passiert etwas direkt vor Ihnen, müssen Sie das Lenkrad herumreißen. Und wir wollen keinen Asteroiden herumreißen müssen. Unsere Intelligenz ist unser größter Vorteil. Sie erlaubt es uns, potenzielle Katastrophen vorherzusehen. Und sie gibt uns Zeit, uns vorzubereiten. Die Dinosaurier hatten diesen Vorteil nicht. Werden auch wir, wie einst die Dinosaurier, aussterben, wenn irgendwann in der Zukunft ein Asteroid auf der Erde einschlägt? Nur die Zeit wird es uns zeigen. Nur die Zeit wird es uns zeigen. Wir sind wohl in der Gasse der Ratten, wo der Tote seine Knochen verlor. T.S. Eliot, 1922. Als die Dinosaurier durch einen Asteroiden dezimiert und dann ausgerottet wurden, nutzten unsere frühen Vorfahren die Gelegenheit und bevölkerten allmählich die ganze Erde. Das Zeitalter der Säugetiere war angebrochen. Jetzt, 5000 Jahre nach einem weiteren Asteroideneinschlag, steht der Mensch nicht mehr am oberen Ende der Nahrungskette. Welche Tierarten nutzen die Zeit, bis der Mensch wieder zu Kräften kommt? Die zerstörten Städte, die kein Homo sapiens mehr bewohnt, könnten zum wichtigen Lebensraum werden. Sie würden zuwuchern und von den Tieren erobert, die schon jetzt in den Städten leben. Einige Organismen könnten besondere Fähigkeiten entwickeln, um hier zu leben. Die Evolution geht oft seltsame Wege. Ich weiß nicht was, aber es werden merkwürdige Dinge in den Trümmern der alten Städte geschehen. Wie nach fast jedem Aussterben werden sich die Insekten auch diesmal schnell wieder erholen. Vor allem eine Art wird in den Städten häufig vorkommen, Kakerlaken. Die Kakerlaken entwickelten sich vor 350 Millionen Jahren und überstanden vier große Massenaussterben. Es gibt keinen Grund, warum sie diesmal aussterben sollten. Im Gegenteil, durch die vielen nahrhaften Abfälle und das Fehlen von Fressfeinden werden sie zu Riesen. Die größten Kakerlaken sind heutzutage um die 5 cm groß. Nun könnten sie 30 cm erreichen oder mehr. Trotzdem werden sie nicht zu den neuen Herren der Erde.
Die Insekten hatten diese Chance schon viele Male und trotzdem wurden sie nicht zu den dominierenden Tieren auf diesem Planeten. Ihr Körperbau und ihr Skelettmaterial beschränkt ihr Wachstum. Ein 3-Meter-Insekt würde unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Wie in der Vergangenheit spielen Insekten auch jetzt eine andere wichtige Rolle. Als Nahrung für größere Tiere. Das Sprengen eines Asteroiden mit Atomwaffen wurde schon bald wieder fallen gelassen. Ihn sprengen ist das Letzte, was man tun sollte. Dann bleiben nämlich die Milliarden Tonnen Asteroidenteile, die auf einen zukommen. Wenn man einen großen Asteroiden in Millionen Fragmente zersprengt, werden sie zu Millionen Atombomben, die dann einschlagen. Ist das besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Den Asteroiden umlenken, das bleibt die einzige brauchbare Lösung. Auch hierbei könnten Atomwaffen zum Einsatz kommen. Schon das Detonieren eines Gefechtskopfes in der Nähe des Asteroiden kann genügen, um ihn von seinem Kurs abzubringen. Das würde die Hauptmasse des Asteroiden in die entgegengesetzte Richtung drücken. Eine ähnliche Technik nutzt auch der kinetische Impaktor. Ein großes Stück Metall, das auf einen Kollisionskurs mit dem Asteroiden geschickt wird. Das ist eine ganz kleine Kraft. Doch wenn man diese Kraft früh genug einsetzt, kann man ihn so umlenken, dass er die Erde nicht trifft. Man schleudert eine Masse gegen ihn und erzeugt einen Krater. Der Krater wirft Gestein aus und das drückt den Asteroiden in die andere Richtung. Eine elegantere Methode ist der Einsatz eines Schwerkrafttraktors. Eines Raumschiffs, das zum Asteroiden geschickt wird. Allein seine Schwerkraft könnte genügen, um den Asteroiden ganz sanft umzulenken. Man bräuchte ein Antriebssystem, macht das Ganze aber nicht am Asteroiden fest. Es ist allein die Schwerkraft, die das Raumschiff an ihm festmacht. Und ganz allmählich verändert sie seinen Kurs, indem sie an ihm zieht. Das dauert Jahre. Alle diese Umlenkungsmanöver sind von einem Faktor abhängig. Zeit. Es würde mindestens 20 Jahre dauern, bevor selbst die vielversprechendste dieser Strategien funktionieren könnte. Weiterentwickeln sollten. Ähnlich wäre es wohl auch nach einem künftigen Asteroideneinschlag. Wer weiß, vielleicht bleiben nach diesem furchtbaren Ereignis und dem Verschwinden der wunderbaren Säugetiere ausgerechnet die verdammten Ratten übrig. Nagetiere sind Meister der schnellen Evolution. Und genau das ist nach dem Einschlag gefragt. Schon weil jetzt so viele Nischen offen sind. In der Zeit nach dem Einschlag könnten die Ratten enorm wachsen und vielleicht so groß wie Hunde werden. Doch eine große Nagerpopulation zieht unweigerlich auch Räuber an. Als einzige Dinosaurier-Nachfahren überlebten die Vögel schon das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit. Ihre Größe, Vielfalt und ihre Nahrungsgewohnheiten würden ihnen dabei helfen, auch diesen Einschlag zu überstehen. Und die leeren Städte sind ideale Jagdreviere für sie. Eine Stadt ist ein komplexes, dreidimensionales Umfeld. Fast so wie Wälder und Schluchten.
Hier kommen vor allem die Tiere gut zurecht, die sich in drei Dimensionen bewegen. Deshalb könnten dann die Falken zu den wichtigsten Räubern in den Städten werden. Sie sehen alles, was sich am Boden bewegt. Die Greifvögel verfolgen die übergroßen Ratten aus der Luft. Während sich die Anzahl der Menschen ganz allmählich wieder erhöht, erleben Insekten, Nager und Vögel eine kurze Zeit ihrer Vorherrschaft. Wenn der Einschlag dem zum Ende der Kreidezeit entspricht, dürfte die Menschheit auf sehr wenige Individuen reduziert sein. Sie kolonisieren den Globus dann, auch wenn sie wenige sind. Ganz allmählich würde sich die Menschheit wieder erholen. Wie ihr Leben aussieht, lässt sich schwer vorhersagen. Sicher würden sie sich aber eine Frage stellen. Hätten ihre Vorfahren irgendetwas tun können, um den Weltuntergang zu verhindern? Erwacht, erhebt euch oder bleibt auf ewig Gefallene. John Milton, 1667. Seit den 80er Jahren irgendetwas tun können, um den Weltuntergang zu verhindern? Erwacht, erhebt euch oder bleibt auf ewig Gefallene. John Milton, 1667. Seit den 80er Jahren erforscht die Wissenschaft die Katastrophe, die zum Aussterben der Dinosaurier führte. Ihre verheerenden Auswirkungen auf unseren Planeten sind gut bekannt. Die Arbeit der Forscher ist schon deshalb wichtig, weil sich ein solcher Asteroideneinschlag wiederholen wird. Deshalb begann die Suche nach einem neuen potenziellen Killer in unserer direkten Nachbarschaft. Die Anzahl der bekannten Asteroiden wächst. Nicht, weil es mehr sind, als wir dachten, sondern weil wir mehr Zeit hatten, hinzusehen. Keiner der gefundenen Asteroiden ist auf Kollisionskurs. Aber es gibt eine ganze Menge, die uns im Vorbeifliegen beinahe treffen. Erwähnenswert ist ein Asteroid namens Apophis. Er kommt der Erde 2029 sehr nah. Den behält die NASA gut im Auge. Es gibt zwei Hauptstrategien, um einen Einschlag zu verhindern: den Asteroiden zerstören oder ihn umlenken. Das Sprengen eines Asteroiden mit Atomwaffen wurde schon bald wieder fallen gelassen. Ihn sprengen ist das Letzte, was man tun sollte. Dann bleiben nämlich die Milliarden Tonnen Asteroidenteile, die auf einen zukommen. Wenn man einen großen Asteroiden in Millionen Fragmente zersprengt, werden sie zu Millionen Atombomben, die dann einschlagen. Ist das besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Den Asteroiden umlenken, das bleibt die einzige brauchbare Lösung. Auch hierbei könnten Atomwaffen zum Einsatz kommen. Schon das Detonieren eines Gefechtskopfes in der Nähe des Asteroiden kann genügen, um ihn von seinem Kurs abzubringen. Das würde die Hauptmasse des Asteroiden in die entgegengesetzte Richtung drücken. Eine ähnliche Technik nutzt auch der kinetische Impaktor. Ein großes Stück Metall, das auf einen Kollisionskurs mit dem Asteroiden geschickt wird. Die gesamte Erdoberfläche würde beben. Die Forscher gehen davon aus, dass der Asteroid, der die Saurier auslöschte, ein Beben der Stärke 13 auf der Richterskala auslöste. Doch damals gab es keine Gebäude.
Das Beben war deshalb erschreckend, aber nicht besonders tödlich. Heute würden bei einer solchen Katastrophe alle älteren Gebäude auf der Welt einstürzen. Unzählige Menschen kämen dabei ums Leben. Nur die modernsten Bauten sind so erdbebensicher, dass sie standhalten. Für die Welt jenseits des Nordostens der USA zählt dieses Erdbeben zu den ersten lebensgefährlichen Auswirkungen des Meteoriteneinschlags. Nach einer Stunde gibt es keinen Ort mehr, der den Auswirkungen des Einschlags entgangen wäre. Der Nordosten der USA wird von einer der gewaltigsten pilzförmigen Wolken überschattet, die die Welt je gesehen hat. Und das ist noch immer erst der Anfang. Für die Dinosaurier war einst nicht der eigentliche Meteoriteneinschlag verheerend. Es war die Kettenreaktion, die auf ihn folgte. Die aerodynamischen Kräfte sind so stark, dass die beim Einschlag hochgeschleuderten Gesteinstrümmer in der Atmosphäre explodieren. Die Forscher wissen seit 1908 von diesem Phänomen. Damals kam es im sibirischen Tunguska zu einem Asteroideneinschlag. Es gab eine riesige Explosion, etwa so wie bei einer größeren Atombombe. Die Schockwelle warf alle Bäume im Umkreis von mehr als 1200 Kilometern um. Wir wollten wissen, welche physischen Kräfte dazu führen konnten. Jetzt glaube ich, dass ein großer Einschlag zu vielen weiteren Einschlägen führt. Vier Stunden nach dem Einschlag. Nun geschieht etwas, dessen Ausmaß die Zerstörung von New York und der umliegenden Region noch übertrifft. Stellen Sie sich vor, wie viel Gestein in ein Loch von 200 Kilometern mit einer Tiefe von 1,5 Kilometern passt. Dieses Gestein wurde ins All geschleudert, vom Felsen bis zum Staubpartikel. In der Folge fallen Milliarden und Abermilliarden glühender Felsbrocken und Trümmer zur Erde zurück. Ein globaler Feuersturm. Seit den 80er Jahren erforscht die Wissenschaft die Katastrophe, die zum Aussterben der Dinosaurier führte. Ihre verheerenden Auswirkungen auf unseren Planeten sind gut bekannt. Die Arbeit der Forscher ist schon deshalb wichtig, weil sich ein solcher Asteroideneinschlag wiederholen wird. Deshalb begann die Suche nach einem neuen potenziellen Killer in unserer direkten Nachbarschaft. Die Anzahl der bekannten Asteroiden wächst. Nicht, weil es mehr sind, als wir dachten, sondern weil wir mehr Zeit hatten, hinzusehen. Keiner der gefundenen Asteroiden ist auf Kollisionskurs. Aber es gibt eine ganze Menge, die uns im Vorbeifliegen beinahe treffen. Erwähnenswert ist ein Asteroid namens Apophis. Er kommt der Erde 2029 sehr nah. Den behält die NASA gut im Auge. Es gibt zwei Hauptstrategien, um einen Einschlag zu verhindern. Den Asteroiden zerstören oder ihn umlenken. Das Sprengen eines Asteroiden mit Atomwaffen wurde schon bald wieder fallen gelassen. Ihn sprengen ist das Letzte, was man tun sollte. Dann bleiben nämlich die Milliarden Tonnen Asteroidenteile, die auf einen zukommen. Wenn man einen großen Asteroiden in Millionen Fragmente zersprengt, werden sie zu Millionen Atombomben, die dann einschlagen. Ist das besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Den Asteroiden umlenken, das bleibt die einzige brauchbare Lösung. Auch hierbei könnten Atomwaffen zum Einsatz kommen. Schon das Detonieren eines Gefechtskopfes in der Nähe des Asteroiden
kann genügen, um ihn von seinem Kurs abzubringen. Das würde die Hauptmasse des Asteroiden in die entgegengesetzte Richtung drücken. Eine ähnliche Technik nutzt auch der kinetische Impaktor. Ein großes Stück Metall, das auf einen Kollisionskurs mit dem Asteroiden geschickt wird. Das ist eine ganz kleine Kraft. Doch wenn man diese Kraft früh genug einsetzt, kann man ihn so umlenken, dass er die Erde nicht trifft. Man schleudert eine Masse gegen Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammt. Durch eine Kollision im All wurde er in unsere Richtung geschleudert. Der Kleinplanet hat einen Durchmesser von fast 10 Kilometern. Auf diese Größe wird auch der Asteroid geschätzt, der die Dinosaurier auslöschte. Als die Menschen das Undenkbare begreifen, bereiten sich Familien überall in der Welt auf ihre eigene Weise darauf vor. Doch es ist schwierig, seinen Kindern die furchtbare Wahrheit zu sagen. Man sollte annehmen, dass wir über technische Möglichkeiten verfügen, den Asteroiden umzulenken oder ihn im All zu sprengen. Das ist bislang aber nur im Kino möglich. Dieser Feind kann nicht besiegt werden. Als noch 7 Monate bleiben, versuchen die Forscher, den genauen Einschlagsort zu bestimmen. Bei solchen Messungen gibt es immer Unsicherheiten. Die Astronomen haben keine perfekte Auflösung. Eine mögliche Strategie wäre, einen Transponder auf den Asteroiden zu setzen. Eine Art GPS-Gerät, das uns genau sagt, wo er ist. Das würde die Unsicherheit reduzieren. Ein NASA-Transponder wird ins All geschickt. Nach einem komplizierten Anflugmanöver landet er auf dem sehr schnellen Asteroiden. Dank der Energie, die er über Sonnenkollektoren bezieht, schickt er seine Koordinaten zur Erde zurück. Der weitere Weg des Asteroiden wird genau berechnet. Sein Ziel ist eine der größten Städte der Welt. New York City. In den letzten Monaten vor dem Einschlag arbeiten die Behörden fieberhaft an der Evakuierung der amerikanischen Ostküste. Mehr als 150 Millionen Menschen leben entlang dieser Küste und alle müssen nun weiter nach Westen. Wochenlang staut sich der Verkehr auf allen Straßen, die ins Landesinnere führen. Ein Albtraum hat begonnen. Wie soll man sich auf das... Kann die Technik uns retten? Oder hätten wir dasselbe Schicksal wie die Dinosaurier? Wir würden wie Mad Max leben. Die meisten könnten nicht wie in der Steinzeit leben. Ich könnte das nicht. Wird die Menschheit das nächste Massenaussterben überleben? Die Stimme der Toten schallt wie ein weit entfernter Wasserfall. Lord Byron, 1821. Stellen Sie sich vor, dass Sie abends nach Hause kommen, den Fernseher anmachen und dies in den Nachrichten sehen.
Wissenschaftler schätzen den Asteroidendurchmesser auf 10 Kilometer. 10 Kilometer, mit 99% Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde trifft. Die Menschen flüchten heute Abend von der Ostküste. Was wie Science Fiction aussieht, kann eines Tages Wirklichkeit werden. In unserem Sonnensystem wimmelt es von Asteroiden. Erst im März 2009 wird die Erde fast von einem Killer mit bis zu 47 Metern Durchmesser getroffen. Die Folge wäre eine Explosion mit der Sprengkraft einer Atombombe gewesen. Die meisten bleiben ganz brav. Manche werden aber durch die Schwerkraft großer Planeten angezogen, vor allem Jupiter, und einige treffen uns dann. Narben von Einschlägen gibt es weltweit. 1908 werden bei einem Einschlag in Sibirien 2000 Quadratkilometer Wald zerstört. In Arizona entsteht vor 50.000 Jahren ein Meteoritenkrater. Und in Mexiko entsteht vor 65 Millionen Jahren der wohl gewaltigste Krater. Hier kommt es zu dem Einschlag, der in weniger als 12 Monaten das Reich der Dinosaurier vernichtet. Die Forscher nennen dies das Kreide-Tertiär oder kurz KT-Massenaussterben. Im Verlauf des Dinosaurier-Aussterbens. Sämtliche Wälder der Erde sollen zum Ende der Kreidezeit gebrannt haben. Das steht uns bevor, dass Nordamerika brennt, dass vom Osten bis zum Westen alles weg ist. Alle Kraftwerke und Raffinerien brennen. Es gibt kein Benzin mehr. Die komplette Infrastruktur und die Städte brennen nieder. 6 Stunden nach dem Einschlag ist ein Großteil der Welt Opfer eines Infernos geworden. Die Monumente unserer Zivilisation werden eingeäschert. Was in Jahrtausenden entstand, wird in Stunden vernichtet. Kein Mensch, der sich an der Erdoberfläche befindet, kann jetzt überleben. Wenn der Asteroid so groß ist wie zum Ende der Kreidezeit, muss man unter der Erde sein. Man kann nicht, wie die drei kleinen Schweinchen, hoffen, dass ein Ziegelhaus den bösen Wolf abhält. Man muss unter die Erde. Der ideale Schutz gegen die Folgen des Asteroideneinschlags sieht nicht viel anders aus als die Bunker während des Kalten Krieges. Eine solche Anlage müsste tief unter der Erde liegen. Sie müsste über eine eigene Energie- und Wasserversorgung verfügen. Die Luft von außen muss gefiltert werden. Auch ausreichende Sanitäranlagen sind unabdingbar. In diesem Augenblick tun die Überlebenden unter der Erde nichts anderes als ihre Säugetiervorfahren vor 65 Millionen Jahren. Die frühen Säugerarten waren so groß wie kleine Nagetiere. Sie suchten Schutz in tiefliegenden Bauen, Höhlen oder anderen Verstecken. Dieselbe Strategie schützt auch uns, wenn es zur Apokalypse kommt. Unter der Erde sind die Überlebenden in Sicherheit. Doch für wie lange? Stunden nach dem Einschlag stehen längst auch die großen Nationalparks in Flammen. Millionen Hektar Wald und unzählige Tiere verschwinden in den Bränden von biblischem Ausmaß. Und wie bei den Dinosauriern gilt auch diesmal, je größer ein Lebewesen, desto härter ein Schicksal. Eines wissen wir von damals. Kein Landbewohner überlebte, der mehr als 9 Kilo wog. Einst waren die Dinosaurier betroffen. Jetzt wären es die großen Säugetiere. Überleben?
Im KT-Massenaussterben überlebten nur Kleinarten, die alle Katastrophen unter Tage aussitzen konnten. Wenn die Menschheit eine Asteroidenapokalypse überleben will, muss sie es genauso machen. Tief unter der Erde müssten riesige festigte Bunker errichtet werden. Im Kalten Krieg wurden viele zivile Bunker gebaut, um die Menschen vor Atombomben zu schützen. Ähnliche Bunker müsste man dann überall einrichten. Es wäre allerdings sehr schwer zu entscheiden, wie viele Menschen man retten soll. Die Menschen brauchen unter der Erde ja sehr viel Nahrung und Wasser für eine lange Zeit. Wie soll man Milliarden Menschen vorübergehend unterbringen, mitsamt Nahrung und Sanitäreinrichtungen? Wir müssten uns so mobilisieren wie noch nie, was vielleicht unmöglich ist. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Feind aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammt. Durch eine Kollision im All wurde er in unsere Richtung geschleudert. Der Kleinplanet hat einen Durchmesser von fast 10 Kilometern. Auf diese Größe wird auch der Asteroid geschätzt, der die Dinosaurier auslöschte. Als die Menschen das Undenkbare begreifen, bereiten sich Familien überall in der Welt auf ihre eigene Weise darauf vor. Doch es ist schwierig, seinen Kindern die furchtbare Wahrheit zu sagen. Man sollte annehmen, dass wir über technische Möglichkeiten verfügen, den Asteroiden umzulenken oder ihn im All zu sprengen. Das ist bislang aber nur im Kino möglich. Dieser Feind kann nicht besiegt werden. Als noch 7 Monate bleiben, versuchen die Forscher, den genauen Einschlagsort zu bestimmen. Bei solchen Messungen gibt es immer Unsicherheiten. Die Astronomen haben keine perfekte Auflösung. Eine mögliche Strategie wäre, einen Transponder auf den Asteroiden zu setzen. Eine Art GPS-Gerät, das uns genau sagt, wo er ist. Das würde die Unsicherheit reduzieren.